Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Fit und Gesund hoch 2. Heute möchten wir mit euch über das Thema Stress sprechen und warum Stress sowohl positive als auch negative Seiten haben kann. Herzlich willkommen zum Podcast Fit und Gesund hoch 2. Der etwas andere Fitness- und Gesundheitspodcast für jedermann. Mit den beiden Sportwissenschaftlern und internationalen Fitnessexperten Ralf Ohrmann und Dr. Ronald Burger, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die vielfach komplexen Zusammenhänge des menschlichen Körpers auf einfache Art und Weise zu erklären und praktische Tipps für den Alltag zu verschenken. Ja, so, heute haben wir das Thema Stress. Und zwar ist es für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar insoweit, dass ich die letzten 10 Jahre immer wieder mitbekommen habe, ob das populär draußen irgendwo in der Zeitschrift was war oder auch die Leute selbst und bis zu Kindern schon in der Schule, dass sie kommen und sagen, oh, ich bin gestresst und damit auch offensichtlich was war, was Negatives bezeichnet wurde. Meistens war dann damit verbunden, dass sie aufgrund von irgendeinem Ereignis vor allen Dingen frustriert waren. Dass sie weniger Zeit hatten, für irgendwas auszufüllen oder was könnte noch, fällt dir noch was ein, was in dem Kontext dann halt gemeint werden könnte oder gemeint wurde, wenn jemand sagt, ich bin gestresst? Du sprichst jetzt von allgemein erstmal. Weil wenn Leute sagen, ich bin gestresst, was meinen die da alles wenig damit? Wenig Zeit. Und der Druck. Wenig gesetzt. Zeit, so viel zu tun. Gefrustet. Genervt. Genervt, dass irgendeiner da ist, wo man sagt, keine Lust auf den jetzt gerade. Genau. In seiner eigenen Authentizität dann halt irgendwie gestört wird. So, das ist das eine. Und Stress an sich, wenn man das Ganze von der Definition betrachtet, ist es, ich bin gern so auf einer naturwissenschaftlichen Ebene, erstmal eine biochemische Kaskade, die stattfindet. Und die damit zusammenhängt, dass in einer Situation vorzugsweise entweder ein interner oder ein externer Reiz da war, der, wenn es darum geht, dass der Körper jetzt reagieren muss und vorzugsweise das Gehirn als Schaltstelle funktionieren muss, in dem Augenblick sagt, oh, dafür habe ich keine sofortige Lösung parat. Ich brauche tatsächlich meine oberste Hirnebene, also das, was uns Menschen auszeichnet, um dieses Problem zu lösen. Also immer dann, wenn ich nicht sofort, wenn du jetzt mir den Kugelschreiber zuschmeißen würdest und ich würde ihn fangen, das ist eine Sache, die ist automatisiert, die ist automatisch. Mhm. Ja? Mhm. Und das löst natürlich... Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, Kugelschreiber zuwerfen löst bei mir keinen Stress aus. Ball zuwerfen löst bei mir keinen Stress aus. Es gibt andere Personen, die haben, wenn du den Ball zuwirfst, haben sie schon Stress. Ja? Gibt ja diese typischen Nichtfänger. Weil sie höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass sie die Aufgabe nicht lösen können, in dem Zusammenhang. Die Erfahrung gemacht haben, dass, ja. dass das meistens negativ ausgeht. Also ja. Der Ball auf die Brust tropft und dann runter oder im Gesicht landet oder was weiß ich was oder grundsätzlich ganz anders hingelaufen wird. Also das heißt auch, da ist auf jeden Fall eine komplette Integration aller Sinne und aller und des ganzen Körpers mit drin. Es reicht aber schon dazu aus, wenn man Stressforschung betreibt, dass allein die Tatsache genügt, ein berühmtes Beispiel, stell dir deine Handynummer vor, und addier zu jeder einzelnen Ziffer 7 dazu. Und bitte löst es innerhalb von 20 Sekunden. Dass, wenn ich diese Aufgabe ernst nehmen würde, dann in dem Augenblick tatsächlich Stress entsteht. So, das ist erstmal, wie schnell geht diese Kaskade los oder wo ist sie gar nicht. Also in alltäglichen Handlungen hast du dann den Stress nicht. Alles, was unbewusst stattfinden kann. Und bevor wir auf die ganzen negativen Dinge zu sprechen kommen, würde ich tatsächlich gerne eine Lanze brechen, erstmal für die Vorteile von Stress. Stress ist die Triebfeder unserer Evolution. Jedes Mal, wenn unser Vorfahr in irgendeiner Form von gerade aufrecht gehend bis schützend vor Säbelzahntigern, das ist dann immer das berühmte Beispiel,
Wenn der Stress erfahren hat, dann war das vor allen Dingen in diesen zwei Oppositionen, wie die man auch heute noch hat, einmal Erstarren oder Kampf und Flucht. Viele Tiere haben das ja noch mit dem Erstarren. Mhm. Und Kampf und Flucht wären dann die zwei, also das wäre Immobilisation und das wäre Mobilisationsreflexe. Mhm. Die zwei Gegenteile hat man. Und wenn das eine Sache ist, die auf der Mobilisationsseite stattfand und dann der Stress abgebaut werden konnte durch Muskelarbeit, weil die Muskulatur ist tatsächlich imstande, diese Hormone, die entstehen, dann abzubauen. Zu verstoffwechseln. Zu verstoffwechseln, genau. Dazu brauchen wir viel Wasser dann wieder. Ne? Dass dann im nächsten Augenblick tatsächlich in dieser Kaskade auch Hormone ausgeschüttet werden, dass man ruhiger wird, also nicht müde, sondern eher in so ein, tatsächlich in so eine Vorstufe von Flow reinkommt und dann kreativ wird. Nur derjenige, der unter Stress war, in einer bestimmten Situation, hat die Möglichkeit, im nächsten Augenblick in einem Flow-Zustand kreativ zu sein und dann eine Lösung zu finden für das, was vorher passiert ist, damit es nicht mehr passiert. Also, ich wohne in der Höhle, gehe raus, spazieren, komme der Säbelzahntiger in irgendeiner Form, ich renne in die Höhle zurück, bin erschöpft, also parallel den Sport sehen, ne? Sport machen, tak, tak. Bin erschöpft und auf einmal kommt eine Idee, hoppla, ich erfinde Feuer, keine Ahnung, oder ich erfinde eine Tür vor der Höhle, ja, damit der Säbelzahntiger da halt nicht reinkommt. Ne? Okay. So, das ist das Natürliche und das ist tatsächlich die Triebfeder und die ist pur stressbedingt. Das heißt, es muss in der Neuzeit, in der aktuellen Zeit irgendwas sein, dass einmal dieser Stress nicht mehr so verstoffwechselt wird, also um das jetzt in der Reduktion zu pauschalisieren für unser Thema, oder dass wir die Möglichkeit nicht mehr kennen, wenn Stress entstanden ist, damit wir Möglichkeiten finden, um da wieder rauszukommen. Also die Erkenntnis überhaupt zu haben, dass ich mich jetzt gerade in einer stressigen Situation befinde. Aber die haben wir, da scheint ja auch gesellschaftlich jetzt was stattzufinden, dass man sagt, okay, also ich meine, unsere Großeltern oder Urgroßeltern hatten Stress im Krieg. Ne? Jetzt sind wir eine Gesellschaft, eine Generation, die den Krieg nicht kennt, diesen Ausnahmezustand nicht kennt. Trotzdem erfahren wir Stress. Das heißt auch, das ist was Adaptierbares. Also du hast Stress, wenn deine Tochter die Hausaufgaben nicht macht. Ich habe Stress, wenn ich nicht das Auto ausleihen kann von meiner Frau, damit ich das und das hinkriege. Also wir relativieren das. Mhm. Jemand, der keine Kohle hat, der um sein Überleben kämpft, für den ist das kein Stress. Ne? Also es scheint auch so zu sein, dass diese Grenze, wo wir sowas empfinden, dass wir die immer so an uns anpassen, dass wir immer Stress haben. Also wir haben immer ein bisschen Stress, also das ist auch naturbedingt. Wir machen uns den Stress, wenn wir keinen kriegen von außen. Mhm. Jetzt müssen wir nur, das machen wir, das macht jeder in seinem Büro, in seinem Job, den er nicht so mag, oder in seiner Beziehung. Jetzt müssen wir nur eine Möglichkeit finden, hoppla, den Stress haben wir, das ist gut. Jetzt brauchen wir nur die andere Seite der Medaille. Und das ist so, finde ich, fast schon eine Gesellschaftsaufgabe. Spannende Betrachtungsweise, das mit diesem, wir machen uns den Stress. Im Endeffekt ist es ja genau das, was wir täglich wahrnehmen, wenn wir unseren Stress, den wir empfinden, immer wieder relativieren zu dem, was andere als Stress empfinden. Ja. Sowohl nach oben als auch nach unten, ja, stellen wir ja fest, naja, also das sind ja alles zu 99% lösbare Probleme, ja, in dem Sinne. Und was mache ich mit dem Stress eigentlich? Ich kann ja rational denkend an dieses Problem herangehen und kann das beheben. Aber trotzdem passiert es immer wieder und ja, es scheint ja eine Methode dahinter zu stehen. Richtig. Also Methode, ja, nicht, sondern es ist tatsächlich eine Überlebensstrategie. Genau. Ja. Also ich mag nicht sagen so direkt, dass ich sage, all diese Coaches, die sagen, oh, wir entwickeln jetzt eine Methode, dass du keinen Stress mehr hast. Das ist Quatsch. Weil du suchst dir ja den Stress. Ja. Und dann musst du den annehmen, das ist das eine, aber dann musst du auch im nächsten Augenblick die Möglichkeiten finden, um das
vom Stoffwechsel her und von der Entwicklung, und es geht ja nicht um Evolution, sondern wirklich nur um unsere Entwicklung, um das umzubauen. Das heißt, Körperlichkeit ist mit Abstand am besten, dass dann, also die, oder machen wir mal die Kaskade auf, ich habe den Reiz, dieser Reiz löst jetzt, egal was es ist, ob ich keine Kreppel heute Mittag kriege, weil alle weg sind heute Mittag, oder ob ich tatsächlich den Bus verpasst habe oder mein Chef mir jetzt einen Aktenordner dahin knallt, das ist das eine singuläre Ereignis. Und jetzt muss ich hingehen und sagen, okay, was hilft mir dagegen? Körperlichkeit. Deswegen ist es ja auch so, dass also man... Also Bewegung. Genau. Ja. Es hilft nur eins, bewegen danach. Ja? Wenn ich das über den Tag ansammle, dann wird es Zeit, dass ich das abends mache. Wenn ich 3-4 Tage keine Zeit habe, Sport zu machen, mich zu bewegen, dann muss ich es nach 3-4 Tagen machen. Aber ich muss es rhythmisieren, weil der Stress gehört genauso dazu wie dann dieses Verstoffwechseln. Und das ist noch Teil der Stressverarbeitung, dieses Körperliche. Weil dann danach mit der Körperlichkeit kommt die Erschöpfung. Und mit der Erschöpfung kommt die Regeneration. Und in der Regeneration kommt das Kreative, der Flow dann da rein. Deswegen brauchen wir auch, also Leute, die schlecht schlafen, die brauchen nur tagsüber mehr Stress. Also sinnbildlich, ja. Und wenn am allerbesten ist es, wenn ich diesen Stress kontrolliere. Also dass ich sage, okay, was mache ich am besten? Ich gehe mit dem Ralf heute Mittag joggen. Ja, das ist, dann setze ich, weil in dem Augenblick wird Cortisol freigesetzt, dieses Stresshormon. Durch die Muskelarbeit wird es auch gleichzeitig verarbeitet. Am Ende von der Fünferrunde, wenn wir dann wieder im Auto sind, dann bin ich fix und fertig, bin müde. Dann dusche ich und dann setze ich mich hin und dann kommt ja auch dieses Wohlbefinden dann so. Und das tatsächlich, das ist ein rein hormoneller Prozess. Also wenn ich das dann, wie sagt man so schön, in eine Regularien reinbringe, also dass das immer wieder stattfindet, und dann komme ich auch, deswegen kommen auch Leute, die sportlich aktiv sind, viel, viel besser mit Stress zurecht, weil die dann in der Kaskade drin sind, dann schlafe ich wieder besser, dann brauche ich auch den Schlaf, um dann halt auch wieder diese Hormone zur Verfügung zu stellen. Cortisol wird zum Beispiel nachts produziert und soll eigentlich in Ruhe gehalten werden. Bei Leuten, wo man weiß, die haben sehr viel Stress, die schütten nachts Cortisol aus, wie am Tag auch. Deswegen schlafen die dann schlecht. Mhm. Und haben dann morgens, wenn sie aufstehen müssen, ist kein Cortisol mehr zur Verfügung. Und dann stehen die auf und sind komplett gerädert. Also sie stehen auf und sagen, ich bin doch eben... Wir nehmen das ins Bett und dann weiß man, ich habe die ganze Nacht Cortisol verbraten. Mhm. Ja. Gibt es denn auch noch Unterschiede bezüglich der körperlichen Betätigung, was die Intensität angeht? Ja. Also klar, wir reden von dem Verstoffwechseln und von der körperlichen Beanspruchung, von der körperlichen Belastung, ja, um in diese Kaskade irgendwie reinzukommen, der Regeneration, der Folge. Aber gibt es denn auch, kann man zu viel Sport treiben oder kann dann diese Bewegungseinheit zu viel sein, sodass quasi der Sport an sich dann zum Stress wird? Ja, natürlich, klar. Also man sollte den Sport dann in erster Linie, also in dem Umfeld, wie wir es eben diskutiert haben, sollte man den Sport grundlegend dann benutzen, um den Stress abzubauen. Das nächste ist dann tatsächlich, das so zu instrumentalisieren, dass dann Leistung rauskommen würde. Das wäre dann die nächste Stufe. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo er selber wieder Stress erzeugt, weil ich dadurch entweder selbst merkt, da stimmt dann irgendwas nicht, einen Stoffwechselstress, einen Muskelstress habe, dann gibt es dann wieder Formen, wie kann ich den beheben, dann wäre das dann Zuführung von geeigneten Nahrungsmitteln, also man weiß gerade, also Stoffwechselstress entsteht in der Muskulatur dadurch, dass nicht genügend Nährstoffe zur Verfügung stehen für eine Muskelresynthese, dass der Muskel wieder aufgebaut wird nach der Belastung, das heißt, ich brauche Eiweiß und brauche Kreatin, also der ganz normale Standard, was man ja weiß, was zu einer stoffwechselaufbauenden, also anabolen Phase führt, dass die Stoffe dann reingenommen werden zum Beispiel. Oder es könnte auch sein, dass der Stress im Sport deswegen entsteht, weil mein Umfeld, auf das ich angewiesen bin, nicht mitspielt. Also wenn ich immer so dieser typische Amateur-Triathlet,
der halt seine 4 bis 6 Stunden am Tag trainieren will. Ne? Mhm. Und das geht natürlich, wenn er einen 8 bis 10 Stunden Tag hat, geht das nur auf Kosten der Familie zum Beispiel. Okay. Und dann hat er da halt einen Stress. Oder also Mannschaftssportler, die mit den Mitspielern nicht klarkommen und sowas in die Richtung. Und das ist im Prinzip, das ist auch, also ob körperlicher Stress, psychischer Stress, letztendlich sogar spiritueller Stress, also jede Form von Stress ist letztendlich im Körper das Gleiche. Mhm. Ja? Das heißt auch, dass das, was zur Entspannung führt, dann auch in der Regel immer das Gleiche ist. Mhm. Das heißt, seht zu, dass wenn es nicht körperlich ist, setzt noch eine körperliche Reaktion dran und im nächsten Augenblick versuch, all diese Stoffwechselparameter oder diese Stoffwechselstoffe, doppeldeutig, die sich dann im Körper angesammelt haben, dass die dann verarbeitet werden. Trink genügend, das hatten wir in der letzten Folge, das ist auf jeden Fall. Atme, zum Beispiel ist, wenn jemand Stress hatte, hat er das Verhältnis von Sauerstoff zu CO2 ist dann leicht verschoben, hinsichtlich CO2. Und dann muss dann ist am besten, wenn ich zum Beispiel mit einem Atemworkout, mit einer Atemtherapie arbeiten würde. Ah ja, und das sind diese tollen Geschichten, wo man dann die überschüssigen CO2-Gase dann quasi abatmet. Richtig. Im Optimalfall dann kurz vor dem Schlafen gehen. Ne? Mhm, so perfekt, was, ja. Genau. So bis zu einer Stunde vorher, dann einfach mal so eine, reichen in der Regel so 5 Minuten aus beim Atmen, kann man mal anfangen zu steigern. Also Anzeichen für zu viel Stress im Schlaf ist definitiv, dass zu viel Cortisol produziert wurde, dass ich morgens gerädert aufwache, das kennt man. Mhm. Wenn es tatsächlich körperlicher Stress ist, der am Abend vorher produziert wurde, dass ich dann sage, oh, ich bin heute ein bisschen spät aus dem Büro gekommen, 9 Uhr, ess schnell was, eine Kleinigkeit und gehe dann nochmal auf die Rolle, aufs Rad, mache nochmal mein Krafttraining und dann die Zeit vorm Schlafen gehen wird so knapp. Und dann kommt es dazu, das ist ein Phänomen, das kennt der eine oder andere, wenn er wieder einsteigt im Sport, er ist hundemüde, geht ins Bett und kann nicht einschlafen. Mhm. Und das ist genau das, was wo das Gehirn dann sagt über einen Rezeptor, den wir in der Halsschlagader haben, dass zu viel CO2 im Blut ist. Und dann sagt das Gehirn einfach, nee, das ist ein Ungleichgewicht. Ich brauche ein bisschen mehr Sauerstoff. Atme nochmal 2-3 Mal tief durch. Und das kommt dann im Einschlafen, kommt dass ich dann wieder wach werde und nochmal atmen muss. Also ich bin müde, hundemüde. Ich möchte gerne ins Bett und kann nicht einschlafen. Das kennen sehr viele Leistungssportler. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, also um dann den Schlaf, dann, dass das dann besser funktioniert. Jetzt hast du ja in unserer Folge gestartet mit zunächst mal mit der Einführung, welche sinnvollen Mechanismen denn dahinter stecken, wenn wir gestresst sind, wenn die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden. Jetzt haben wir so ein bisschen von dieser positiven Seite, welchen Sinn macht Stress, also ganz grob zusammengefasst, damit wir uns grundsätzlich konstant evolutionär weiterentwickeln können, sowohl körperlich als auch was die Kreativität und die Denkleistung und alles angeht. Wie gehen wir denn jetzt, wenn wir den Begriff Stress jetzt mal negativ und böse beschreiben wollen. Ja. So ist er ja bei den meisten dann auch irgendwo behaftet und verankert. Mhm. Wie können wir diese Seite des Themas Stresses denn beschreiben? Also da ist auf jeden Fall, da kommt noch eine Komponente dazu, das ist, oder zwei Komponenten dazu, das einmal ist die Zeit, dass also Stress wiederholt als Reiz dargeboten wird oder ich reagiere auf eine Situation mit Stress wiederholt oder letztendlich ist es sogar schon so, wenn die Tür aufgeht und ich sehe, derjenige kommt rein, dass dann schon alle Schalter an sind. Man lernt halt immer wieder dazu. Und also das ist das eine, das ist immer noch kompensierbar. Das haben sehr viele Manager, die mit 20, 25, 30 in den Job eingestiegen sind, sehr gut sind und die sind jetzt 40, 45, die laufen immer noch. Ne? Mhm. Weil die haben immer noch einen Sinn in der Sache. So, und jetzt kommt tatsächlich das Problem dazu. In dem Augenblick, wenn dieser immer wieder erfolgte Stress tatsächlich begleitet wird mit einer, ich sage es jetzt einfach deutlich, mit einer Sinnlosigkeit oder
dass der Sinn fehlt. Also wenn mein Chef mich immer wieder drangsaliert in eine bestimmte Richtung und ich erkenne den Sinn nicht für das, oder der Sinn liegt in der Sache selbst und nicht in der Arbeit, oder mein Partner gibt mir immer wieder zu verstehen, dass er mich nicht verstehen würde. Also dass dann halt in dem Tun, in der Auseinandersetzung, positiv wie negativ, dann auf der einen Seite so eine, kein Sinn mehr erkannt wird. Also dieses im Englischsprachigen sagt man mittlerweile why, das ist nicht mehr gegeben. Und in dem Augenblick läuft derjenige leer mit seinem Stress. Weil dann weiß er nicht, für was er das macht. Und dann weiß er auch nicht, was in der nächsten Situation entsteht. Und das ist die Definition von Angst. Jemand, Achtung, wird makaber, aber jemand, der weiß, dass er in der nächsten Minute hingerichtet wird oder stirbt, der hat keine Angst vor dem, was passiert. Also aus Erzählung. Mhm. Aber wenn ich jetzt wenn ein kleines Kind in einer Situation ist, wenn wir in einer Situation sind, dass wir völlig unbestimmt, was passiert als nächstes, und das ist Angst. Angst ist immer die Vorhersage funktioniert nicht von dem, was im nächsten Augenblick passiert. Wenn jetzt dieser Stress gekoppelt ist an diese Sinnfreiheit, und dann kommen wir tatsächlich in die Kaskade rein, wo dann Burnout, Urlaub, Krankheit, was weiß ich, was dann halt alles dazukommt. Also das ist diese komplett negative Kaskade. Ja? Die ist am Anfang noch gut, wenn eine Sinnhaftigkeit da ist. Da kann auch ein Manager 20 Jahre kann Sachen verkaufen. Mit einem gefühlten hohen Stresslevel dann auch umgehen. Ja, ja. Solange Sinnhaftigkeit. Ja. Der Zweck erkennbar ist, warum er das tut. Dass es einen Sinn gibt. In dem Augenblick, wenn du merkst, du arbeitest, kommt aber kein Geld nach Hause. Und dann verliert die ganze Sache, was du machst, ihren Sinn. Wenn du nach Hause kommst und machst, so pseudosubjektive Sichtweise, du machst das jetzt und daheim würdigt keiner deine Leistung. Ne? Mhm. Also man ist dann tatsächlich von anderen Dingen dann abhängig. Und wenn das nicht mehr gegeben ist und dann weißt du nicht, was im nächsten Augenblick passiert, dann kommt die Angst dazu. Und wenn Stress und Angst in der Kaskade immer wieder gekoppelt werden und dann halt auch keine Lösung wie Joggen gehen, Gewichte heben, Fußball spielen da ist. Und dann kommt es dann in diese Situation immer schärfer, in diese tendenziell diese Burnout-Situation. Und dann ist auch diese Rückkopplung wieder gegeben, weil nur der ausbrennen kann, der vorher für irgendwas gebrannt hat. Ich renne und versuche das Geld reinzubringen oder den Job gut zu machen und sowas. Und dann sind tatsächlich die wichtigsten Mechanismen, um da rauszukommen, ist erstens immer wieder die körperliche Betätigung. Also dass diese Cortisolausschüttung in Ruhe auch gekoppelt wird mit der, wo die Cortisolausschüttung einen Sinn macht, nämlich Kampf oder Flucht. Mhm. Also in der Bewegung. Dann ist es egal, welcher Sport das ist. Es hilft durchaus dann, und das weiß man ja, wenn man mal einen Wutanfall hat, dass das ein bisschen deftiger, schneller zugehen kann. Also was Hochimpulsives dann eher ist. Und dann ist das die beste Lösung daraus. Vor allen Dingen dann so müde sein, dass man dann wieder gut schlafen kann, damit dann der Stoffwechsel auch sagt, alles klar, guck mal, der braucht Wachstumshormone, der braucht dies und das und jenes. Und dann funktioniert das, dann kann man da locker rauskommen. Ja. Schön wäre natürlich, oder optimal, wenn diese ganzen Bewegungsformen, die ich dort dann initiiere, dann auch noch Spaß machen. Also klar, hohe Intensität, damit entsprechende Prozesse im Körper ausgelöst werden, aber jetzt besteht ja dann doch bei vielen Menschen das Problem, dass sie gar nicht so richtig wissen, wie sie sich sportlich betätigen sollen, was sollen sie machen, was ist gut, was ist schlecht. Ja. Gut und schlecht ist zunächst mal jetzt erstmal relativ, denn wenn die Bewegung zunächst mal da ist und eine bestimmte Reizgrenze überschreitet, sodass unser Organismus, unser System auch erkennt, wir sind entweder so ein bisschen auf der Flucht oder so ein bisschen im Angriff, reicht es ja schon mal aus. Aber um motiviert und nachhaltig Bewegung in meinen Alltag und in mein Leben zu integrieren, fehlt natürlich der Spaßfaktor oder sollte der Spaßfaktor nicht fehlen. Ja, ja, ja. Denn alles, was ich mit einer gewissen Freude und einer Empathie und einer Menge Portionen, Motivation dann auch durchführe,
das hat Potenzial, nachhaltig und langfristig dann auch in meinem Leben zu bleiben. Und das ist natürlich auch eine unserer Aufgaben als Coaches, Menschen an die Hand zu nehmen, um herauszufinden, was passt denn zu dir, was macht dir Spaß, welche Bewegungsmuster, welche Übungen, welche Sportarten. Sportarten ist jetzt sogar noch ein bisschen zu weit, sondern erstmal rauszufinden, was macht dir Spaß, mit welchen Bewegungsformen kann ich dir eine Freude bereiten, die gleichzeitig aber auch einen gewissen Trainingseffekt dann nicht nur auf einen Effekt auf Stress und Stresslevel, sondern auch langfristig einfach bei der Weiterentwicklung deines Körpers, deiner Gesundheit, deines Fitnesszustandes zur Folge haben. Und da haben wir ja das Glück, dass die tatsächlich einhergehen. Ist gar nicht so kompliziert. Also alles, was an Bewegung gut ist, ist auch für die andere Seite gut, also für diesen gesunden Stoffwechsel. Also man muss sich halt drauf einlassen. Richtig. Ja, cool. Und in diesem Zusammenhang ist es schwierig, einfach die Wanderschuhe anzuziehen und loszujoggen und dann festzustellen, das geht, nicht, ja, alles, geht ja alles nicht. Ich wusste doch gleich, dass ich dafür nicht gemacht bin. Also, aber deswegen sind ja wir da, ne? Also genau, dass man halt also, die Person beurteilen kann, kann dann sagen, okay, guck mal, wir haben die Spannweite von Technikempfehlungen für dich. Das geht aufgrund von Größe, Gewicht, Einstellung, Wetter und was weiß ich was, dass das das eine ist. Und dann tatsächlich gibt es ja, also ja, es gibt, ich glaube, neben Essen und Trinken ist, glaube ich, Bewegen so an Top 3, wie man Leute dazu motivieren kann, das Richtige zu tun. Ne? Ja. Und dann ist es tatsächlich im Gegensatz zu Essen, was auf Dauer gefährlich sein könnte, der Sport, der dann hilft, wenn er auf Dauer gemacht wird. Das war mal eine Kurve, oder? Das war die Menschen sind halt auch ziemlich ungeduldig. Das ist das, was ich eben damit meinte. Es wird was ausprobiert und dann funktioniert es nicht. Ich muss halt schon ein bisschen mehr wissen, als einfach nur, welcher Laufschuh und welche Trainingshose brauche ich jetzt. Ja. Ich muss wissen, wie funktioniert mein Körper, damit ich geduldig bin in der Erwartung der Ergebnisse, damit ich alles einordnen kann, welche Prozesse wie, in welcher Reihenfolge in meinem Körper stattfinden und dann auch weiß und geduldig bin, darauf zu warten, das passiert nach 4 Wochen, das passiert in der Regel nach 4 Wochen, das passiert nach 8 Wochen und der nächste Schritt in 12 Wochen, sodass ich dass ich auch beharrlich dranbleibe, diese Beharrlichkeit, das ist so ein Begriff aus dem Englischen Consistency, den mag ich sehr, diesen Begriff, beharrlich dranbleiben, aber trotzdem mit einer gewissen Portion an Basiswissen, damit ich all das, was in meinem Körper passiert, auch vernünftig einordnen kann. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen Aufgabe unseres Podcasts, dieses Wissen zu vermitteln, auf den unterschiedlichsten Themen, mit den unterschiedlichsten Themen, auf den unterschiedlichsten Ebenen, damit die Leute so viel zu sich lernen, um ein Stück weit an der richtigen Stelle das Richtige zu machen. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich denke, 2 Themen sind da jetzt auf jeden Fall rausgekommen. Demnächst wird auf jeden Fall ein Podcast Motivation sein. Ja. Das ist das eine. Und klar, das eine oder andere haben wir schon erwähnt am Rande, aber das haben wir auch ganz am Anfang gesagt, kommen immer wieder die gleichen Themen in unterschiedlicher Tiefe. Und das andere ist tatsächlich, fand ich jetzt sehr spannend und vielleicht besteht auch das Interesse dran, wenn man heute anfangen würde mit Sport und würde das erste Gespräch mit dem Ralf Ohrmann führen, wie sehen die nächsten 2 Wochen, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen, 3 Monate, 6 Monate aus, um dann irgendwann zu sagen, boah, was ein Glück habe ich das durchgehalten. Das wäre auch ein interessantes Thema, finde ich. Machen wir. Machen wir, oder? Machen wir. Ihr Lieben, schön, dass ihr unsere heutige Folge Stress und die unterschiedlichen Ausprägungsgrade von Stressfunktionen, positiv und negativ, mitgelauscht habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.